Wir sind Zoe und Merlin. Das ist unser Bus Bilbo. 13 Monate ist es her, dass wir in Deutschland losgefahren sind, mit dem Ziel, bis nach Südafrika zu fahren. Knapp 30.000 Kilometer haben wir schon zurückgelegt. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, wie viel wir in dieser Zeit erlebt haben. Wir haben viele verschiedene Länder bereist, tolle Menschen kennengelernt und sogar ein neues Familienmitglied aufgenommen. Seit ein paar Tagen sind wir nun in Namibia, dem vorletzten Land auf unserer Reise Richtung Süden. Diese Woche steht nicht nur ein ganz besonderer Tag an, wir erleben noch dazu etwas, womit wir so gar nicht gerechnet hätten. Das ist ein Zebra. Oh ja, danke, das ist ein Zebra. Mehrere. Ah, wie cool! Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir heute irgendwelches Wildlife sehen. Wir haben heute unsere allererste Nacht wild gecampt, also in Namibia. Wir sind jetzt schon fast eine Woche hier und waren bis jetzt immer noch auf Campingplätzen, weil es schon schwierig ist, überhaupt was zu finden, wo man mal einfach in der Natur stehen kann. Wir haben jetzt auch hier einfach, wir sind von der Hauptstraße abgebogen und haben dann auf so einer, neben so einer kleinen Schotterstraße geschlafen, wo auch nicht viel los war. Aber es ist echt, wenn man die Hauptstraßen runterfährt oder auf allen Straßen, ist einfach links und rechts sind immer Zäune. Also auch hier hinter uns. Hier sind ungefähr so 30 Meter, 20 Meter von der Straße bis zum Zaun. Also man hat wirklich nicht viele Möglichkeiten, um sich irgendwie zu verstecken. Aber es ging jetzt auch so. Für uns geht es in den nächsten Tagen jetzt langsam Richtung Windhoek. Wir haben nämlich zwei kaputte Stoßdämpfer, die wir dringend austauschen müssen, und wenn überhaupt, dann finden wir die in Windhoek. Aber bevor wir da hinfahren, wollen wir noch ein bisschen was sehen, deshalb lassen wir es langsam angehen. Wir cruisen hier gerade so entspannt durch Otjiwarongo. Otjiwarongo, sorry. Und auf einmal ist hier ein Laden auf dem Coffee Roastery draufsteht. Das müssen wir natürlich direkt auschecken. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Können wir gerade beide reingehen? Ich kann nicht reden. Da können wir gerade beide reingehen. Ich kann nicht Auto fahren. Hier fahre ich schon zweimal abgewürgt. Boah, richtiger Amateurverein hier. Äthiopia. Ja. Oder so eine Mogel? Ja. Mal gleich zwei mitnehmen, oder? Da kommen eh morgen nochmal Notch Warungo vorbei. And you roast it here? Yes, right there. There's the machine. Ah, cool. Yes. Would you like a small tour or something? Yes, of course. Sure, yeah. Sure. Just hang it there. Come with me. Let me show you. Then over here is the roaster. With everything in the top, and the machine is heated up. We roast it, and when it comes out, we get this here. You took the Ethiopian beans now. All right, now, this is my Ethiopian beans. This is the lighter roast. Das war sehr nett. Haben wir eine kleine Tour durch die Rösterei bekommen. Er hat erst Anfang des Jahres angefangen, hier zu rösten. Und wir konnten uns jetzt sogar vom Live Roast ein Tütchen abzapfen und haben nicht den Blend bekommen, den alle anderen kaufen, weil wir stehen ja auf hellgerösteten Kaffee. Und die Hunde haben sogar noch einen Knochen bekommen. Eine Sache, die uns jetzt auf jeden Fall schon deutlich aufgefallen ist, seitdem wir in Namibia unterwegs sind, ist, wie dünn das hier doch alles besiedelt ist. Das sind wir auch gar nicht gewohnt aus den anderen Ländern, die wir bis jetzt bereist sind. Da hat man eigentlich immer Leute gesehen, aber hier ist echt über Kilometer nichts. Und ich habe auch gerade mal ein bisschen gegoogelt und herausgefunden, dass im Verhältnis Fläche zu Bevölkerung Namibia nach der Mongolei das am zweitdünnste besiedelte Land der ganzen Welt ist. Crazy, oder? Krass, das wusste ich nicht. Hier wohnen irgendwie insgesamt um die 2,5 Millionen Menschen. Und Namibia ist doppelt so groß wie Deutschland. Oha. Also kein Wunder, dass wir einfach keine Menschen sehen. Es gibt halt auch keine Dörfer oder so. Ja. Wir haben gerade drüber geredet, man fährt hier einfach kilometerlang die Straße lang. Und du siehst keine Menschen am Straßenrand langlaufen, du siehst keine Motorräder irgendwo hinfahren, man sieht keine Hütchen, keine Häuser. Es gibt diese Städte, kleine Orte, die halt auch alle super modern und schick sind. Und es
krass. Das ist ein richtig krasser Kontrast zu allem, was wir im letzten Jahr gesehen haben. Ja. Wir schauen uns heute was Cooles an, was Altes, was schon seit vielen Abermillionen Jahren hier ist. Bin gespannt. Oder? Mehrere Millionen, oder? Ja. Kann nicht so gut Zeit rechnen. Was soll das? Hier steht, bitte hupen, auf Deutsch. Was denn? Hup for Service. Da kommt doch schon jemand. Hallo. Hallo. Hier so unten runter. Kann ich da rückwärts reinfahren? Sieht okay aus. Platz gefunden. Nicht ganz so einfach, weil im Moment alles so trocken ist, dass es auch nicht so richtig Schatten gibt. Aber hier haben wir Halbschatten. Passt. Bevor wir hier irgendwo hingehen, setzen wir jetzt erstmal die Mittagshitze aus. Hier werden es im Moment nämlich um die 36 Grad tagsüber. Nachts kühlt es zum Glück ab auf unter 20 Grad, aber jetzt mittags geht dir nicht viel. So, jetzt testen wir mal unseren neu erworbenen Kaffee. Mal gucken, was der kann. Uns fragen immer wieder Leute nach meinem Aeropress-Rezept. Hier ist es. Drückt auf Pause, dann könnt ihr es abschreiben. Hat gekleckert. Okay, jetzt testen wir mal. Sehr mild auf jeden Fall. Aber ich mag ja eigentlich so Kaffees, die den Geschmack so ein bisschen hervorstechen, die mehr Säure haben und irgendwie so ein interessantes Aroma. Die Sonne steht langsam immer tiefer am Himmel und deswegen können wir uns jetzt auch mal wieder hier rauswagen und dahin laufen, weswegen wir eigentlich hier sind. Müssen wir jetzt, wie viel, 400 Meter den Berg hoch? 430 Meter. Kleine nachmittägliche Wanderung. Hier ist auf jeden Fall auch nichts los. Das ist eigentlich auch mal ganz nett. Das ist eine Abwechslung auf jeden Fall von den letzten Plätzen, auf denen wir waren. Okay, herzlich willkommen bei den Dinosaurierspuren. Hast du sie gefunden? I see them on the ground. Diese Fußspuren gehören wahrscheinlich zur Art der Ceratosaurier. Ceratosaurier? Das steht da, Mann, auf meinem Zettel. Das sind Ceratosaurier. Ceratosaurier. Sag ich dir, das Ceratosaurier gesagt. Diese Fußspuren gehören wahrscheinlich zu den Diese Fußspuren gehören wahrscheinlich zu den Ceratosaurier. Und wenn man sich die genau anguckt, dann sieht man, dass die so drei Krallen haben. Und man geht davon aus, durch die Größe dieser Fußspuren und ich glaube auch durch die Tiefe, dass das relativ große, auf zwei Beinen laufende Fleischfresser gewesen sein müssen. Wie man hier so sieht, ist die Landschaft um uns herum so abschüssig und man geht davon aus, dass durch veränderte Klimaverhältnisse diese Dinos dazu gezwungen waren, hier an ein Wasserloch zu kommen und haben dann hier im Schlamm und im Sand die Fußspuren hinterlassen. Und als sie dann vom Sand überweht wurden, sind die über die letzten Jahrmillionen versteinert. Es gab auf der ganzen Welt wohl um die 900 verschiedene Dinosaurierarten. Und die Wissenschaft hat versucht, diese Fußspuren hier mit anderen abzugleichen und komischerweise hat man wirklich nur sehr, sehr wenige von diesen, genau diesen Fußspuren auf der Welt entdeckt, was dafür spricht, dass diese Dinos vielleicht wirklich sehr, sehr selten waren. Umso cooler ist es, dass man die hier sehen kann, die Spuren. Was? Ich habe gesagt, es wäre noch cooler, wenn man hier auch noch die Dinos sehen könnte. Stell dir mal vor. So Jurassic Park-mäßig, so Jurassic eine Dino-Safari. Bei Jurassic World waren die doch am Ende frei, oder? Ja. Da mal vor. Dann hätten wir keine Angst vor Löwen, dann hätten wir ja Angst vor dem, wie heißt die? Tyrannosaurus Rex. Sitz.
Das würdest du gar nicht mögen. Geburtstagskind. Guten Morgen. Happy Birthday. Dankeschön. Na? Na? Wie fühlt sich an mit 25? Ich habe gerade ein Selfie gemacht und ich finde mich so alter aus darauf. Oh oh. Hast du das schon gezogen? Wird dir meine Falten? So? Na, aufpassen. Ja, Kneift's schon ein bisschen irgendwo? Verlegen heute Nacht. Ja. Augen auf. Happy birthday! Ich hoffe, wir fackeln jetzt nicht den Bus auf. Oh, danke. Es ist leider zu windig draußen. Wie schön! Du musst auspusten. Der Kuchen ist richtig gut geworden. Pfannkuchen. Not bad. Okay. Der ist ja gar nicht mal angebrannt. Ja, eben. Voll gut. Ich kann es wünschen. I love you. I love you too. Okay, jetzt Kuchen. Sind das 25 Kerzen? Ja. Der ist richtig gut geworden. Not bad. Voll fluffy. Ja. Wir fahren heute weiter. Und zwar in die Hauptstadt Namibias nach Windhoek. Bin sehr gespannt. Es soll eine sehr ruhige und entspannte Stadt sein. Ist auch eine kleine Stadt, glaube ich. Ich glaube, da wohnen nur 300.000 ja. Menschen oder so. Nicht viel auf jeden Fall. Genau, aber es gibt da wohl ein ganz gutes Angebot an Supermärkten und Restaurants und so. Und ich glaube, das wird ganz nett und dann wollen wir uns heute mal ein bisschen gönnen. Um von den Dinosaurierspuren nach Windhoek zu kommen, müssen wir jetzt auf so kleineren Straßen fahren. Und jetzt sind wir gerade an ein Gate gestoßen und da stand Game Reserve drauf. Und wir müssen jetzt dieses Game Reserve quasi durchfahren, um auf die Hauptstraße zu kommen. Müssen dafür nichts zahlen und können jetzt hier einfach durchfahren. Und hier gibt es Löwen, Elefanten, Giraffen, alles Mögliche theoretisch. Und ich freue mich gerade richtig, dass wir jetzt unerwarteterweise auf einmal hier in so einem Park drin sind. Es muss ja irgendwie auch Wasserlöcher geben, weil in der Tendenzell gehen viele Tiere tagsüber in die Wasserlöcher. Ah, da sind Böcke auf der Straße direkt vor uns. Cool. Das sind Springboks, glaube ich, oder? Mit diesen mit auseinandergehenden Hörnern. Das ist ein Zebra. Wo? Ah, jetzt ist es schon weg, das ist da ganz hinter den Böcken lang. Warte, jetzt sehen wir es gleich nochmal. Oh ja, da ist ein Zebra. Mehrere. Nice! Mist, da sind so viele Büsche dazwischen. Da sieht man es. Siehst du es? Oh ja, ich sehe es da hinten. Geil. Hey Zebra. Ah, wie cool! Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass wir jetzt Tiere sehen, bis wir wieder hoch zum Etosha fahren im November, wenn meine Eltern uns besuchen. Jetzt haben wir eine Giraffe gesehen. Direkt neben uns guckt der Luke zum Kopf raus aus dem Gebüsch. Was sagen Sie, schon auch nicht so leicht, glaube ich, hier was zu sehen, weil hier überall recht hohe Büsche sind. Da können sich die Tiere gut verstecken. Noch so ein Riesen, das ist hier ganz links. Ich finde, es macht auch so Spaß, so, sich so zu konzentrieren darauf. Und es ist die ganze Zeit so eine aufregende Anspannung, wenn man jeden Moment was sehen kann. Ja. Und 3 Stunden später sind wir wieder raus aus dem Reserve. Wir haben uns jetzt echt sehr viel Zeit gelassen. Und der Typ am Ausgang meinte gerade so, we were looking for your car for 3 hours. Got lost. You got lost. Weil wahrscheinlich sollte man wirklich einfach nur auf dem schnellsten Weg durchfahren.
Ja, wir haben es jetzt ein bisschen ausgereizt, aber ich glaube, es hat jetzt auch niemand mehr getan. Und es war so cool. Ich bin so happy. Das war so eine coole Erfahrung. Wir haben zwar jetzt keine Elefanten mehr gesehen, aber wir haben so viele Giraffen gesehen und Zebras und Springböcke und Impala und so weiter. Also richtig, richtig nice. Voll unerwartet. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir heute irgendwelches Wildlife sehen. But here we go. Schöne Geburtstagsüberraschung. Wir sind hier gerade so munter lang gefahren und haben uns gefragt, wann jetzt mal Windhoek anfängt und haben gar nicht bemerkt, dass wir schon mitten in der Stadt drin sind. Weil wir irgendwie dachten, dass es halt wie so eine Großstadt ist, aber das ist so richtig es ist halt großflächig verteilt. Wir fahren einfach auf so einer Autobahn und links und rechts sind so ein paar Häuschen und ich dachte, okay, es ist jetzt so der Vorort, irgendwo fängt dann gleich die Stadt an, aber wir sind gerade einfach einmal komplett durch die Stadt durchgefahren, sind jetzt im Süden und es fühlt sich überhaupt nicht... Es fühlt sich nicht nur nicht an wie eine afrikanische Großstadt, es fühlt sich auch nicht an wie eine andere Großstadt. Es fühlt sich überhaupt nicht an wie eine Großstadt. Ja. Also es ist sehr weird. Es ist super entspannt. Ich komme hier aus Metro, Hyper. Nichts los. Hier ist eine dicke Mall. Hier gibt es keine Menschen, die am Straßenrand was verkaufen oder so. Es sind lauter Malls und so richtig schicke Häuser. Schon ganz anders. Wir haben euch zwischenzeitlich ein bisschen verloren. Wir sind in Windhoek auf dem Campingplatz angekommen, haben dann ganz liebe FreundInnen wieder getroffen, mit denen wir schon in den letzten Monaten immer mal wieder gereist sind und waren jetzt gerade noch alle zusammen essen, also mit Jules und Elske. Haben vegane Pizza gefunden. Vegane Pizza. Das war richtig toll. Und deswegen möchte ich jetzt nochmal sagen, dass es ein toller Geburtstag war. Es war ein richtig schöner Tag. Und ich finde es crazy, dass es schon der zweite Geburtstag auf dieser Reise ist. Letztes Jahr, genau heute vor einem Jahr, waren wir in Frankreich. In Coutras. Da, wo unser Motor kaputt war. Und haben auf den neuen Motor gewartet. Da hatten wir noch ein kaputtes Auto. Und das Jahr davor waren wir auch auf Reisen. Da waren wir in der Slowakei. Da haben wir Laura und André kennengelernt. Also es ist jetzt schon mein dritter Geburtstag in Folge, an dem ich nicht zu Hause bei meiner Familie und nicht in Deutschland bin. Crazy. Das ist schon crazy. Tja. Aber danke schön, dass du mir so einen schönen Tag gemacht hast. Ja, welcome. War echt ein schöner Tag. Gut. Gute Nacht. Nighty night. Wenn ihr uns schon länger folgt, dann wisst ihr sicher, dass wir sehr große Fans von unserem Jaggery Explorer sind und den schon von Anfang an mit dabei haben. Den hatten wir schon in Europa dabei und natürlich jetzt auch auf dieser Afrika-Reise kommt er wirklich regelmäßig zum Einsatz. Jaggery hat mittlerweile eine riesen Bandbreite an verschiedenen Produkten für mobile Stromversorgung auf den Markt gebracht und da ist wirklich für jede Person und jede Situation das Richtige dabei. Jaggery gibt es mittlerweile seit 11 Jahren und das feiert Jaggery mit einer großen Aktion. Vom 10. bis zum 17. Oktober gibt es im Amazon Store und auf der offiziellen Jaggery Webseite eine große Aktion mit bis zu 40% Rabatt auf ausgewählte Produkte. Außerdem gibt es von Oktober bis Dezember immer wieder Rabatte bei Jaggery, also schaut da mal vorbei. Wir haben hier euch alles in der Beschreibung unten verlinkt oder checkt einfach mal hier diesen QR-Code, dann könnt ihr euch die tollen Rabatte anschauen. Guten Morgen! Guten Morgen! Es geht weiter, wir müssen heute neue Stoßstempfer finden. Stoßstempfer. Deswegen verlassen wir jetzt mal diesen Campingplatz hier. Warte mal, ich muss den Knopf Hier finden. Ist das ist übrigens der Anti-Film-People-Campingplatz. I show you why. Deshalb. Da steht, dass man nicht filmen darf. Das war gerade da gehen Rezeption. Wir jetzt, da gehen wir jetzt mal ganz schnell, gehen wir hier wieder weg. Als ich gezahlt habe, da war da ein Dude und der hat zwei Leberkäse sammeln bestellt. Nee. Das ist so weird. Can I have two Brötchen des Leberkäse? Okay. Ja. Oh Mann, oh Mann. Das war cringe. Bis jetzt fällt auf jeden Fall auf, in ganz Namibia, aber vor allem in Windhoek, dass einfach noch sehr, sehr, sehr viel hängen geblieben ist aus der Kolonialzeit. Also Straßennamen sind oft auf Deutsch, also die Straßen heißen dann blablabla Straße. Man sieht extrem viele weiße Menschen und es gibt auch eine ziemlich große Population an Deutsch-NamibianerInnen, also die quasi in der, weiß ich nicht wie vierten Generation jetzt schon hier in Namibia leben, aber eigentlich ursprünglich aus Deutschland sind
Und ja, man merkt auch, dass so die Weißen in der Wirtschaft auch einfach eine riesen Macht haben, weil die ganzen Farmen, die ganzen Restaurants, eigentlich alle großen Betriebe und Unternehmen, die wir jetzt so zumindest gesehen haben, die sind alle in weißer Hand. Und ja, ich habe das Gefühl, dass so die Kolonialzeit hier auch nicht so richtig aufgearbeitet wurde, oder zumindest haben wir in Deutschland da nie so viel drüber gelernt, was finde ich ziemlich kacke ist, weil ja, Namibia halt unrechtmäßig besetzt war und es halt immer noch Konsequenzen davon gibt und das eigentlich ziemlich kacke ist. Und ja, deswegen möchte ich, dass wir, wenn wir hier sind, uns halt auch gerade mit dieser Geschichte beschäftigen und ja, nicht einfach nur hier geilen Safari-Urlaub machen, wie es halt die meisten deutschen Touris machen, sondern halt auch versuchen zu lernen und zuzuhören und zu verstehen, was hier überhaupt passiert ist und was halt wir oder unsere Vorfahren da für eine Rolle gespielt haben. So, wir haben richtig Glück. Wir haben unsere Stoßdämpfer für vorne. Stoßdämpfer. Habe ich doch Stoß? Stoßdämpfer. Stoßdämpfer. Wir haben unsere Stoßdämpfer für vorne. Beide, die für hinten müssen Sie bestellen, die kommen am Montag. Aber ich bin wirklich sehr beruhigt, weil das ist nicht einfach, die zu bekommen. Und das hier ist die Heavy-Duty-Variante. Die werden jetzt noch nicht billig. Wir haben für die beiden vorderen 450 Euro gezahlt. Allerdings sollten die uns auch wieder nach Deutschland bringen, weil die wir im Moment drin haben, war die Billig-Variante, die sie hier auch haben, für ein Drittel von dem Preis. Und wie wir gesehen haben, halten die nicht. Na dann. Yay. Ich bin schon ganz happy, dass wir die jetzt gefunden haben. Wir haben die selber noch nie getauscht. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht, wie lange die jetzt schon in dem Auto drin sind. Ob die jemals getauscht sind. Sind die Original noch? Nee, das sind keine Originalen, aber man muss auch dazu sagen, erstens sind es Billigstoßdämpfer und zweitens sind wir so viel Offroad gefahren und drittens ist unser Auto mit 2,5 Tonnen an der Belastungsgrenze. Das heißt, die wurden im extremen Stress ausgesetzt jetzt. Das ist eigentlich krass, dass die bis hierhin gehalten haben. Naja, auf jeden Fall, bevor wir jetzt hier weiter offroaden, wollten wir die jetzt erstmal austauschen, weil es ist schon besser, mit funktionierenden Stoßdämpfern zu fahren. Und jetzt haben wir auch welche gefunden. Yay! Juhu! So, dann versuche ich jetzt mal mein Glück und baue die neuen Stoßdämpfer vorne ein. Dann ist zumindest das schon mal erledigt. Dann können wir am Montag die anderen noch fertig machen. Ich muss zugeben, dass ich leider versagt habe, beziehungsweise unsere Tools. Ich kann nämlich eine Schraube hier nicht losbekommen, um hier ranzukommen. Deshalb muss leider die ganze Angelegenheit warten. Ha. Aber du hast tolle Hilfe bekommen, wa? Ja. Amazing helper over there. Ja. Thank you, Joe. Not the right tools as well. But two minds are better than one. Yeah, that's right. We were creative. Yeah. And we African bush mechanics. Was? Was war das jetzt? Unser Schaltknüppel ist abgebrochen. Das sieht auch nicht verrostet aus oder so, ich verstehe das gar nicht. Gerade eben war irgendwie schon die Schaltung so ein bisschen weird. Also wenn man so geschaltet hat, ist der Knüppel total weit nach vorne gegangen, anders als sonst. Und dann ist er einfach abgefallen. Aber wir sind hier mitten in der Stadt und zum Glück nicht irgendwo auf dem Land und hoffentlich kann man das jetzt hier schnell wieder dran schweißen. Da braucht schon einen Schaltknüppel, wenn man Hering benutzen kann. So eine Scheiße, Alter. So, Auto steht auf der Hebebühne. Das war jetzt nicht so geplant. Aber ja, was willst du machen? Ein Vorteil hat es natürlich immer, wenn man so als Reisender, als Overlander unterwegs ist, dann
kommt man schon in der Regel eigentlich schnell dran in der Werkstatt. Vielleicht hätten wir sonst warten müssen, wenn wir hier gewohnt hätten. Aber so wurde der Bus jetzt direkt auf die Hebebühne geschoben. Jetzt versuchen wir es zu schweißen. Der Bus kommt schon wieder raus. There he comes. Es hat jetzt eine Stunde gedauert, aber der Chef wusste auch, dass wir schnell wieder weg wollen. Deswegen haben sie sich beeilt, hat 45 Euro gekostet. Top. Schon okay. Wir haben es geschafft, heute Morgen noch unsere Stoßdämpfer einbauen zu lassen in einer Werkstatt. Hat richtig gut funktioniert. Wir haben sie nämlich jetzt schon auf 200 Kilometer Rüttelpiste getestet und fährt sich richtig, richtig gut. Wir sind nämlich auf dem Weg Richtung Swakopmund und jetzt hier in diesem schönen Flussbett gelandet am Gamsbergpass und genießen es mal wieder, wild zu campen. Ja, ist auf jeden Fall cool, mal wieder in der Natur zu stehen. Wir sind jetzt schon seit über 2 Wochen in Namibia und haben bis jetzt eine einzige Nacht nicht auf einem Campingplatz geschlafen. An dieser Stelle verlassen wir euch auch für diese Woche. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sehen euch nächste Woche wieder mit einem neuen Video aus Namibia. Es wird schön, glaube ich. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.